Heute geht es um das Thema Aktien und Moral. Und es ist eine gute Zeit, über das zu sprechen, denn es ist bald Weihnachten. Ich stehe hier vor dem Aufbau des Zürcher Weihnachtsmarktes am Bellevue. Investieren hat sehr viel mit Moral zu tun. Zum Beispiel, sollen Sie in Waffenunternehmen investieren? Oder sollen Sie in Unternehmen investieren, die den Klimawandel beschleunigen? Oder sollen Sie in Unternehmen investieren, die einen schlechten Einfluss auf die Gesundheit deren Kunden hat? Nun, das sind alles moralische Entscheide, die jeder für sich selber fällen muss. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen heute erzählen, wie ich bezüglich diesen Fragen entscheide. Beginnen wir bei der Verteidigung. Wir leben hier in einer freien Gesellschaft, in der Schweiz, in Europa, in Amerika und in ein paar weiteren Ländern. Das ist nicht selbstverständlich. Wir müssen die Freiheit verteidigen können. Aus diesem Grund habe ich kein Problem mit dem Investieren in Unternehmen der Verteidigungsbranche. Ich kaufe also Waffenhändler. Zum Beispiel habe ich BAE Systems gekauft, ein englischer Waffenhersteller für das Militär. Wenn es um den Klimawandel geht, ist die Sache aber genau umgekehrt. Ich mache mir zum Klimawandel echte Sorgen. Und ich möchte nicht in Unternehmen investiert haben sein, die überdurchschnittlich zum Klimawandel beitragen. Aus diesem Grund haben wir bei Obermatt die Klimaführermärkte entwickelt. Das sind Fokusmärkte, die nur Unternehmen enthalten, die überdurchschnittlich gut sind, wenn es um Klimaschutz geht. Die also, wenn es um ihren CO2-Ausstoß geht, unterdurchschnittlichen Ausstoß im Vergleich zu ihrer Größe haben und auch im Vergleich zu anderen Wettbewerbern in der gleichen Branche. Das sind meines Erachtens die besseren Unternehmen. Und ich achte auf diese Auszeichnung. Bei der Gesundheit ist es ein bisschen schwieriger. Denken Sie an Cannabis. Cannabis ist einerseits eine Droge, andererseits hat sie aber auch medizinische Anwendungen. Bei der Gesundheit kommt alles auf die Menge drauf an. Wenn Sie hier am Weihnachtsmarkt sind und Zucker zu sich nehmen, können Sie ein wenig Zucker zu sich nehmen und das ist ein absolut harmloses Vergnügen. Sie können aber auch deutlich zu viel Zucker essen und wenn Sie das regelmäßig tun, schadet Ihnen das ganz deutlich. Das Gleiche ist auch der Fall bei Alkohol und Tabak. Ich bin kein Raucher, aber ich habe eine Tabakfirma in Schweden gekauft, Swedish Match, weil sie ein Produkt entwickelt haben, das das Nikotin ohne Rauch in den Körper bringt. Ein entscheidender Fortschritt. Bei Gesundheitsfragen bin ich immer so ein bisschen am Abwägen. Wichtig für Sie ist, egal welche moralische Entscheide Sie treffen, Obermatt macht es Ihnen einfach, die Unternehmen zu finden, die genau Ihren ethischen Standards entsprechen. Wir zeigen nämlich ganz genau, in welcher Branche jede Aktie ist. Wenn Sie keine Waffenfirma kaufen, dann investieren Sie nicht in die Verteidigungsbranche. Wenn Sie Alkohol nicht mögen oder nicht in Alkoholunternehmen investieren möchten, dann kaufen Sie keine Brauereien, keine Vintagers und auch keine Destillatoren, Distilleries. Das waren meine moralischen Entscheidungen beim Investieren. Ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihren.